Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Ah, da steht doch schon der Gutste hier. Erstmal den Hund streicheln. Und dann schauen wir mal, was es heute für Aufgaben gibt. Oh, Ginseng sammeln. Kleine Tierkadaver zerlegen. Bolibri-Salbei. Tiere mit Wurfwaffen getötet. Okay, Tierklauen verkauft. Da machen wir gleich mal was. Gesuchte Zielperson mit Bolas zu Fall gebracht. 2 Stück. Mit verstärktem Lasso gleich 3 Stück. Und vom Pferd aus mit dem Lasso gefangen. Oh Gott. Händler. Ah, schöne Gegenkacheln. 2 Versorgungsmissionen. Und Ware an entfernten Käufer. Das wird nichts. So, Sammlerstücke, Metalldetektor finden, verlorenen Schmuck, oh, Vogeleier. Eigenen, selbstgebrannten getrunken, Einrichtung geändert und Story-Mission abgeschlossen. Tiere betäuben und wecken, legendäre Tiere fotografieren und legendäre Tiere mit Pheromonen finden. Das, ja, ist nicht so pralle. So, das Lager ist schon wieder woanders. Diesmal hier. Ja gut. Dann ist das so. So, er hat noch zu tun. Dann kaufen wir uns erstmal was Gescheites. Und essen das aber auch. Ha? Oh, soll ich vielleicht mal ein bisschen Munition abholen hier? Ja gut, ich denke dadurch, dass ich A, spät dran bin und B, die Aufgaben so nicht so toll sind, machen wir heute nicht 9 Rollen Herausforderungen, sondern einfach so weit, wie wir Bock haben. So. Gucken wir mal als erstes vielleicht Tierchen betäuben und wecken. Schön, wenn hier was Kleines über den Weg läuft. Und ich würde sagen, wir reiten dann mal Richtung Schwarzbrennerei. Aha, da haben wir den ersten Kandidaten. Mein Gott, wir fänden endlich ein hier. So. Da hinten in der Nähe finden wir ja auch den Kolibri-Salbei. Den können wir dann auch noch einsammeln. So, heute auch wieder in 4K. Ah, mir hat das in HD selbst nicht gefallen. Ja. Also noch so ein kleines Tierchen, das wäre es jetzt. Aha. Da ist der nächste Kandidat. Wollen wir gleich die Munition wechseln. Und dann starten wir, glaube ich, sogar die Serie von vorn, ne? Gestern waren, glaube ich, 28 Tage rum, also gibt es heute auch nicht ganz so viel Gold. Nämlich nur 0,1 Barren. Ja, da lohnt ja fast das Aufstehen nicht, ne? Also, habt ihr das gesehen? Vögel satt hier. Wo sind die jetzt alle hin? So, müssen ja kleine Tiere zerlegen. Die schon mal einsammeln. Dann gucken wir gleich mal, ob wir irgendwie Frösche haben. Denn da hätten wir dann auch Reptilienfleisch von. Das ergibt Fisch wäre auch in Ordnung, klar, aber das ergibt dann einfach für mich mehr Sinn. Oh, schickes Gefieder.
Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Ich werde mir morgen frei nehmen. Dann kommt ja auch die Post von der Madame. Und dann schauen wir mal, was sie zu bieten hat. Da bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen gespannt. Mal hier gucken, ob hier irgendwas zum Ausbuddeln ist. Aha! Fragt sich nur wo, hier sind nicht. Hier sollte auch nichts drin. Was soll das denn? Da ist auch nichts drin. Das ist doch irgendwo hier, ne? Kann ich mir nie merken. Was ist das denn? So. Mal eben in die Tasche gucken. Wo wäre das denn? Hier wäre das, ne? Da haben wir schon mal einen Frosch. Und noch einen. Wie viel muss ich überhaupt zerlegen? Fünf! Drei. Das ergibt ja alles hier gar keinen Sinn, das Viehzeug. Na komm. Zu diesen paar Federn hier. So. Das Gold auch im Sack. Oh. Jetzt hat der Kollege schon nichts mehr zu tun. Nichts mehr. Hier ist auch nichts. Alles so ein Mist. So, jetzt gucken wir. Rein in die gute Stube. Oh, das ist gut. Und in der nächsten Folge ordentlich was wegfahren. Und jetzt hauen wir uns erstmal selbst einen rein. Passiert. Jetzt ändern wir noch eben hier die Ausstattung. Halt. Okay, then. Bardekor. Wieder auf das Einfache. Was sind eigentlich die, die mir am besten gefallen? Einfach und kultiviert, der Rest. Wie heißt es so auf Neudeutsch? Nice to have. So. Wieder so ein bisschen. Ah.
das war knapp. Querfeld ein. In die Salbei-Ecke da hinten. Habe ich mich jetzt hier total verhauen? Nee, passt. Wollte ich doch sagen. Wieder jemand platt geritten hier. So, und hier wächst doch alles möglich, oder? So, da sehen wir auf der Karte noch einen anderen Spieler. Da habe ich jetzt aber, ehrlich gesagt, keinen Bock drauf. Manchmal haben die Bock auf Stress. Ich hab's nicht. Noch ein paar Maronröhrlinge sammeln. Mal artig grüßen. Dann sind wir mal nicht so. Hier wird auch nur fleißig gesammelt. Also ihr seht, es gibt auch nette Mitspieler. Da gibt es ja jede Menge. Aber es gibt auch Pfeifen, die haben Bock auf Stress. So, was wächst hier noch? Brombeere. Ich weiß, jetzt ist es gerade ein bisschen langweilig. Man hier nur sammelt. So. Oh, hier ist noch ein Ginseng. Noch einer, ja, das läuft ja. Da sollten wir irgendwie auch jede Menge von sammeln, ne? Okay, das haben wir schon. Ah, hier ist noch mehr Kolibri-Salbei. So. Das auch erledigt. Ja, nicht ausruhen. Karte mitnehmen hier. Okay, wilde Möhe. Ah ja, diese mussten wir, glaube ich, beim letzten Mal sammeln, ne? So. Ist hier sonst nichts mehr zum Ausbuddeln? Schade, schade. Manchmal ist ja da unten noch was. Ne. Auch da ist heute nichts. Dann sammeln wir hier noch ein bisschen Indianer-Tabak.
Und dann denke ich, geht's auch schon zurück. Was haben wir? Ja, machen wir heute mal kürzere Teile. Schnellreise. Da muss ich hier nicht wieder durch die ganzen Hütten, an den Hütten vorbeireiten. Auf geht's. Denn hier ist ja noch ein Ginseng. Da ist er. So, gucken wir mal eben. Also, Ginseng brauchen wir nur noch einen. Salbei gesammelt hier mit Wurfwaffe, dass man den Tierklauen verkauft. Okay. So, da kommt er. Der gute Herr Schulze. Dann brauchen wir eben füttern. Checken, ob hier noch was liegt. Aber anscheinend. Nee, ist dem nicht so. Schade, schade. Wie zurück. Dann mache ich schon mal einen Cut. Kann ich das schon mal hochladen. Oh ne, kommt. Da habe ich jetzt keinen Bock zu. Ne, da wäre es, ne? Wo sind meine Wurfwaffen eigentlich? Ah, da. So ein Stückchen ausreiten. Ja, das kann ich nicht so gut, wie ihr seht. Jetzt habe ich die aber auch schön einfach durch die Gegend geballert, ne? So, da habe ich ja mal schön ein paar Messer einfach weggeballert. Ja, nun gut. Dann ist das so, ne? Aber ich glaube, da habe ich auch noch ein paar von. Wenn nicht, kaufen wir sie nach. Was soll's, oder? Wo ist er? Ich hab doch gerade ein Waschbärchen gehört hier. So, da. Flitzen aber ganz gut, ne? So, jetzt hebt ihn der Uf hier. Oh.
Was haben wir da? Er ist auch nicht sofort nach einem Blatt, das gibt's doch nicht. Dann treffe ich den nicht mal. Ja, so wird man seine Messer los, ne? Ist auch egal. Ich sollte nicht direkt nach der Arbeit anfangen zu spielen. Ist hier noch irgendwas Kleines? So ein Hase oder so? Egal. Ich glaube aber, Messer habe ich bestimmt hier drin. Da, Wurfmesser. Und schon. Oh. Keine 8. Kann man die einfach so nachkaufen? Oder muss man dafür einen laden? Jagdzuhör, Waffen. Also. Das sind Wurfmesser. Keine Ahnung. Wo kauft man die denn? Beim Hehler, oder? Ah. Pfeile? Nö. Okay. Ich glaube beim Hehler, aber ganz ehrlich. Da kommt es jetzt ja auch nicht drauf an. So, das war die erste Runde am Montag. Ich weiß, ich habe mich auch bestimmt nicht ganz fit angehört. Aber ich dachte, ich nehme schnell was auf. Damit ihr nicht so lange warten müsst. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun. So, falschen Knopf.